Meine sehr verehrten Damen und Herren, meine Begrüßung an Sie wird nur sehr dürftig sein können, weil ich gar nicht weiß, aus welchen Ländern Sie alle hierher gekommen sind, in die interessante und schöne Stadt Berlin zu einem, wie ich den Eindruck habe, wichtigen Kongress. Es freut mich in besonderer Weise, dass Sie nicht nur über Geld und Geldverdienen nachdenken, sondern dass Sie sich auch mit einem Thema beschäftigen, das was mit jüngerer deutscher und europäischer Zeitgeschichte zu tun hat. Es soll zwar auch Menschen geben, die im und mit dem Krieg Geld verdienen können, aber ich hoffe, die meisten von Ihnen sind Menschen, die sagen, ich möchte mein Geld im Frieden verdienen. Mehr als 20 Jahre ist es nun schon her, dass die Berliner Mauer gefallen ist. Das sagt sich so leicht, gefallen. Aber was heißt das eigentlich? Von allein ist jedenfalls die Mauer nicht verschwunden. Es waren Menschen, die sie im übertragenen Sinne ins Wanken brachten, noch bevor die Mauerspächte sie mit Hammer und Meißel im wörtlichen Sinne abtrugen. Menschen, die lange Jahre beharrlich Widerstand gegen das Regime leisteten, das 1961 die Mauer errichtet hatte. Und natürlich viele mutige Menschen, die im Herbst 1989 ihre Angst überwanden und auf die Straßen der DDR gingen, um das SED-Regime fortzujagen. Es war auch eine bis dahin nicht gegebene Konstellation von politischen und wirtschaftlichen Faktoren, die es möglich machte, dass die Kritik ein Jahr weniger Menschen 1989 zu einem großen Chor anschwoll und zu einer friedlichen Revolution führen konnte. Die Sowjetunion und viele ihrer Zwangsverbündeten hatten Reformen eingeleitet. Vielleicht erinnern Sie sich, nur die DDR-Führung weigerte sich auf die zunehmende Kritik im eigenen Lande zu reagieren. Die meisten DDR-Bürger hielten ihre Regierung inzwischen nicht mehr nur für reformunwillig, sondern auch für reformunfähig. Immer mehr Bürger stellten einen Antrag auf Ausreise in die Bundesrepublik. Allein im Sommer des Jahres 1989 waren es 120.000 und Tausende, wir wissen heute das relativ genau, mehr als 230.000 DDR-Bürger haben nach der Öffnung der Grenze von Ungarn nach Österreich allein in der kurzen Zeit vom Sommer bis zum Herbst 1989 unter Zurücklassung von fast allem ihre Heimat verlassen, um woanders neu anfangen zu können. Immer mehr Menschen gingen bei den Montagsdemonstrationen auf die Straße, zuerst in Plauen und Leipzig und dann auch in anderen Städten, wie zum Beispiel in Berlin. Neue politische Gruppen und Initiativen, Parteien wurden gegründet. Das wäre noch 12 Monate vorher unvorstellbar gewesen. Schließlich wich die Staatsführung zurück und verkündete am 9. November 1989 eine neue Reiseregelung. Und aus dieser Anordnung wurde eine Art Mischmasch aus staatlichen Irrtümern und Verdattertheit, die die Berliner beherzt genutzt haben, um die Brutalität des DDR-Grenzregimes ein für alle Mal zu beenden. Ich selbst kann mich noch gut an diesen Abend dieses welthistorischen 9. Novembers erinnern, denn ich war sozusagen mittendrin. Mit meinem Freund Wolfram Hülsemann, damals Stadtjugendpfarrer von Berlin, stand ich ganz vorn am Schlagbaum am Grenzübergang Bornholmer Straße in Ost-Berlin. Hinter uns drängten sich immer mehr Menschen, die wie wir in den Fernsehnachrichten von der angeblichen Grenzöffnung gehört hatten. Die von der Nachricht überrumpelten Mauerwächter standen uns völlig hilflos und nicht in ihrer gewohnten Selbstherrlichkeit gegenüber
und wussten, wie wir, eigentlich nicht so richtig, wie es nun weitergehen soll. Als wir da ankamen, jedenfalls war der Schlachtbaum noch unten. Aber das alleine, dass die da uns stehen ließen und nicht wussten, was sie machen sollten, war schon faszinierend. Einige von uns sprachen die Grenze an und forderten sie auf, die Schranke zu öffnen. Etwa so: Na, nun mach doch schon auf, der Schabowski hat doch gesagt, dass wir alle rüber dürfen. Die rührten sich nicht. Und dann die Sensation nach einer Weile ungeduldigen Wartens: hoben wir Berliner, ohne zu fragen, den Schlachtbaum hoch und gingen durch. Es war auf einmal scheinbar ganz einfach. Der Jubel, in dem die ganze Szenerie danach unterging, war unbeschreiblich. Nie wieder habe ich in meinem Leben so etwas erleben können wie an diesem Abend des 9. November 1989 in Berlin an der Bornholmer Straße. Wahnsinn war das Wort der Stunde. Noch Tage, noch Wochen später, wenn sie DDR-Bürger fragten oder Westberliner fragten, was sie jetzt denken und wie sie das empfinden und erleben, haben die meisten nur dieses eine Wort stottern können. Die Situation war so unbeschreiblich, so überraschend. Man wusste gar nicht, war das ein Zufall? War das ein gemeiner Trick? Was waren das? Die Leute formulierten hilflos und ausdrucksstark zugleich: Wahnsinn. Das Unglaubliche war geschehen. Die Mauer, dieses gewaltige Ungetüm aus Beton und Stacheldraht, das Deutschland und Europa fast 30 Jahre gespalten hatte, war mit einem Schlag zum Denkmal geworden. Aus heutiger Sicht mag manchen der Mauerfall als zwangsläufiges Ergebnis einer langen Entwicklung erscheinen. Und doch hätte damals kaum jemand ein so rasches Ende der DDR erwartet oder auch nur zu erträumen gewagt. Einige Eingeweihte wussten schon seit geraumer Zeit, dass die DDR vor dem Kollaps stand. Egon Krenz, der begrenzte Nachfolger von Erich Honecker, ließ sich im Herbst 1989 von Experten, darunter der Außenhandelsminister, der Finanzminister und der Planungschef der DDR, ein Gutachten erstellen, um sich ein ungeschminktes Bild der wirtschaftlichen Lage machen zu können. Und dieses Gutachten zeigte, was die DDR-Führung im Grunde schon lange wissen musste, und was sie unter großem Aufwand an Täuschung vor der Bevölkerung und vor sich selbst geheim gehalten hatte. Nämlich, dass das Land seit Jahren bankrott war und längst von der Substanz lebte, sie aufaß. Das Gutachten sagte voraus, dass die Bürger der DDR ihren Lebensstandard, und der war deutlich schlechter als der der Menschen in der alten Bundesrepublik, nochmals um 25-30% würden senken müssen, allein damit der Staat in der Lage wäre, seine weitere Verschuldung nur bremsen zu können. Dieses Gutachten sagte auch voraus, dass die DDR durch einen solchen enormen Abfall des Lebensstandards wahrscheinlich unregierbar würde. Die Autoren des Gutachtens schlugen viele drastische Maßnahmen vor. Dazu gehörten zum Beispiel riesige Kredite, die bei der Bundesrepublik Deutschland aufgenommen werden sollten. Dazu gehörte auch eine Umstrukturierung des Arbeitskräftepotenzials, um das Missverhältnis zwischen produktiven und unproduktiven Kräften zu beseitigen. Im Klartext heißt das, viele Menschen hätten ihren Arbeitsplatz verloren. Das Regime wäre gezwungen gewesen, die bröckelnde Fassade der sozialen Wohltaten und der scheinbaren Vollbeschäftigung vollends niederzureißen. Was sollte dann die Bevölkerung noch bei Laune halten? Warum erzähle ich Ihnen das? Zum einen, weil die wirtschaftliche Katastrophe auch ein wichtiger Grund für den Untergang des DDR-Regimes war. Zum anderen aber, weil so mancher, der heute von den sozialen Errungenschaften der DDR schwärmt, ganz offensichtlich nicht weiß oder nicht wahrhaben will,
wie heruntergekommen der real existierende Sozialismus damals insgesamt längst war. Für eine rückwärtsgewandte Nostalgie sind zum Teil natürlich auch die hohen Erwartungen der Menschen unmittelbar nach dem Mauerfall verantwortlich. Die Erwartungen der Ostdeutschen an ihr zukünftiges freies Leben im geeinten Deutschland waren in dieser berauschenden Zeit ohne Zweifel enorm. Denn mit der Überwindung der SED-Diktatur und ihrer erstarrten politischen Verhältnisse versprachen sich natürlich auch sie eine rasche Verbesserung der miserablen materiellen Lebensbedingungen, zumindest im Vergleich zur alten Bundesrepublik. Deren kontinuierliche Verschlechterung war schließlich ein wichtiger Katalysator für die friedliche Revolution. Und nun fragten wir uns, warum sollte es uns in Leipzig, in Rostock oder Dessau schlechter gehen als den Deutschen in Dortmund, in Hamburg oder in Mülheim? Die Menschen im Osten wollten natürlich so schnell wie möglich, wer könnte es ihnen verdenken, genauso gut leben wie die im Westen. Sie hatten ja schon 40 Jahre lang zugeschaut, dass es denen im Westen so viel besser ging als ihnen. Und lassen Sie mich das Abweichen vom Konzept dazu sagen. Wir haben uns gefragt, liegt das daran, dass die Westdeutschen so viel klüger, so viel fleißiger, so viel intelligenter, so viel höher motivierter sind als wir in der DDR? Und wir meinten nein. Wir meinten nein. Und dann blieb was übrig, dann muss es an den Verhältnissen und an den Strukturen liegen, dass wir nicht so leben konnten wie die im Westen. Helmut Kohls geflügelter Begriff der blühenden Landschaften nahm die Erwartungshaltung der Menschen damals auf. Aber schon in den ersten Jahren der wiedergewonnenen Einheit wurde dieses schöne Sinnbild von der Realität eingeholt. Die ostdeutsche Industrie war durch die SED derart heruntergewirtschaftet worden, dass Sanierungen nur in Ausnahmefällen gelangen bzw. überhaupt sinnvoll waren. Die Kombinate wurden zerstückelt, viele der hoffnungslos veralteten Betriebe und Einrichtungen wurden eingestampft und abgewickelt. Die Arbeitslosigkeit explodierte förmlich. Von 1990 an ging rund ein Drittel der ostdeutschen Arbeitsplätze verloren. Die Auswirkungen der wirtschaftlichen Transformation auf die Menschen in Ostdeutschland war ohne Zweifel dramatisch. Ihr Ausmaß wird heute im Westen manchmal nicht gesehen, da sich für die meisten Westdeutschen mit der Wiedervereinigung nur wenig änderte. Für uns im Osten änderte sich dagegen alles. Und das quasi über Nacht. Wir im Osten mussten unser Leben völlig neu gestalten. Bedenken Sie nur, dass heute über 70% der Ostdeutschen einen anderen beruflichen Tätigkeit nachgehen, als sie das bis 1989 taten. Über 70%. Sich darauf persönlich einzustellen und diesem schnellen Wandel produktiv zu begegnen, war eine wirklich großartige Leistung. Aber es gab dabei auch etliche, die keine Möglichkeit mehr hatten, von vorn anzufangen, auch selbst zu profitieren. Ich verstehe deshalb manchen Frust. Es kann nur schwer eine Wiedergutmachung für gescheiterte Lebenspläne geben. Wer nach dem Ende der DDR plötzlich auf der Straße stand, wer sich dann von einer ABM zur nächsten hangeln musste und trotzdem nie wieder auf dem ersten Arbeitsmarkt Fuß fassen konnte, weil er vielleicht inzwischen angeblich zu alt war, der hatte einen Anspruch darauf, anders betrachtet zu werden als jemand, der mehr Glück und mehr Erfolg hatte. Das heißt, dass wir heute Biografien ernst nehmen, wertschätzen und so differenziert wie möglich politische Entscheidungen treffen müssen. Negative Pauschalurteile zumindest sind fehl am Platz. Wir müssen viel mehr miteinander reden. Mit der Revolution der Ostdeutschen 1989 und mit dem 3. Oktober 1990 ist Wesentliches erreicht worden. Einigkeit und Recht und Freiheit. Aus diesem Bekenntnis unserer Nationalhymne in einem Land, das mehr als 40 Jahre lang geteilt war, wo Freiheit, Demokratie und Menschenrechte
Millionen Menschen über Jahrzehnte verweigert worden waren, sind Gestaltungsprinzipien eines wiedervereinigten Staates geworden. Jenseits der handfesten Interessen und Erwartungen, die zu Recht viele Deutsche mit der Wiedervereinigung verbunden haben, sind dies die eigentlichen, wesentlichen Errungenschaften des 3. Oktober 1990. In der sehr einseitigen Fixierung auf das Materielle, die wirtschaftlichen Unterschiede damals und heute, geraten zu oft diese einigenden Motive von 1989, 1990 aus den Augen. Sie wiederzuentdecken, heißt aber nicht, die Ökonomie gering zu schätzen. Im Gegenteil, auch auf diesem Feld haben wir allen Grund, die große Aufbauleistung der vergangenen zwei Jahrzehnte in beiden Teilen Deutschlands zu würdigen. Nirgendwo sonst und nie zuvor hat ein Teil eines Landes einem anderen Teil in vergleichbarem Maße geholfen. Und jede Investition ist eine Investition in die, in unsere gemeinsame Zukunft. Deshalb empfehle ich auch immer wieder, lieber öfter einmal die vielen mutmachenden Erfolgsgeschichten zu erzählen, statt immer nur die unbestreitbaren Lasten zu beklagen. Dass die Welt im Argen liege, ist eine Klage, die, wie Kant einmal bemerkte, so alt ist wie die Geschichte. Aber dass dieser Zustand mit Pessimismus zu ändern wäre, das hat bisher noch keiner nachweisen können. Optimismus, das will ich damit sagen, ist eine Ressource, die wir pflegen und fördern sollten. Die deutsche Einheit war gut und richtig. Sie war auch politisch notwendig und ein Gebot der Stunde. Natürlich haben wir uns im Jahre 1990, als wir Bürgerrechtler plötzlich zu politischen Verantwortungsträgern in der Regierung wurden, manches, was die Entwicklung in der DDR betraf, anders vorgestellt. Zunächst hatten wir davon geträumt, die DDR so in Ordnung zu bringen, dass wir nach Jahren des Wiederaufbaus mit erhobenem Haupt über gemeinsame Projekte verhandeln können, wie eine sich ständig verstärkende deutsche Zusammenarbeit, eine Konföderation oder auch die Einheit. Aber dann sahen wir, wie kaputt die DDR wirklich war. Die Menschen wären uns zu Hunderttausenden davongelaufen, wenn wir die Vereinigung verzögert hätten. Ob die Bundesrepublik einen solchen Bevölkerungstransfer verkraftet hätte, bezweifle ich sehr. Die DDR jedenfalls hätte in diesem Fall endgültig vor dem wirtschaftlichen und politischen ausgestanden. Und rasch wurde deutlich, dass unsere europäischen Nachbarn eine dauerhafte Destabilisierung in der Mitte Europas nicht mitgemacht hätten. Der Weg in die staatliche Einheit Deutschlands führte im Innern über die Währungsunion im Sommer 1990 und den Einigungsvertrag. Dieser Weg war nicht einfach, auch wegen der Kürze der zur Verfügung stehenden Zeit. Hinzu kam, die Strukturen in beiden Staaten waren in jeder Hinsicht, politisch, wirtschaftlich und sozial, geradezu diametral entgegengesetzt. Der Wandel, den die Menschen im Osten angestrebt und verwirklicht haben, war ein fundamentaler. Von der sozialistischen Diktatur in die parlamentarische Demokratie, von der zentralen Planwirtschaft zur sozialen Marktwirtschaft. Dies war wahrlich ein beschwerlicher Weg. Zentrale Ursache dafür war der katastrophale wirtschaftliche Zustand, in dem sich die DDR befand. Doch erst nachdem die SED-Herrschaft gebrochen war, war der wirkliche technologische, wirtschaftliche, soziale und moralische Verfall der DDR zu erkennen. Allein in den 1980er Jahren hatte sich die ohnehin äußerst schwierige wirtschaftliche Lage der DDR noch einmal dramatisch verschärft. Im ganzen Land rutschten die Schindeln von den Dächern, die Schlangen vor den Geschäften wurden jeden Tag länger, die Infrastruktur war so hoffnungslos marode, dass es jeder Beschreibung spottet. Die Industrie fuhr schon seit Jahren auf Verschleiß, hinzu kam die maßlose Überschuldung der DDR im Ausland. Und um die riesigen Staatssubventionen für die billigen Mieten, Grundnahrungsmittel und Verkehrsleistungen unter diesen Bedingungen aufrechtzuerhalten, mussten zudem die Investitionen in anderen Bereichen der Volkswirtschaft abgesenkt werden. Durch den dadurch entstehenden Substanzverlust und durch Materialmängel war seit 1984 die Industrieproduktion ständig zurückgegangen.
zurückgegangen. Der Maschinenpark lag im Durchschnitt auf dem Stand der 1960er Jahre. Die miserable Ausstattung wurde mit extensivem Arbeitskräfteeinsatz zu kompensieren versucht, der auch den allgemeinen Arbeitskräftemangel in der DDR erklärt, der heutzutage von einigen so gerne als etwas Positives herausgestellt wird. Die Versorgungslage der Bevölkerung verschlechterte sich so kontinuierlich und unaufhaltsam. Diese Situation ließ sich nur noch mit Sarkasmus ertragen, wie der folgende Witz illustrieren soll, den wir uns damals erzählten. Kommt eine Frau in ein Geschäft und fragt den Verkäufer, haben Sie Gardinen? Der antwortet gelangweilt, wir haben keine Handtücher, keine Gardinen gibt es nebenan. Solche Witze kursierten in der DDR in allen nur denkbaren Varianten. Aber was die Menschen in ihrem Alltag erlebten und zu ertragen hatten, übertraf oft noch den besten Witz. Trotz allem hofften und erwarteten wir 1990, dass alles viel schneller und einfacher gehen würde. Doch viele Probleme im Einigungsprozess waren nicht vorhersehbar und auch so mancher Fehler wurde in der Hektik der damaligen Zeit gemacht. Da gibt es gar nichts daran herumzudeuteln. Zu den Fehleinschätzungen gehörten beispielsweise die Überbewertung des Produktivitätsniveaus der DDR und die Unterschätzung des gewaltigen Sanierungsbedarfs im Osten. Vermeidbar gewesen wäre sicherlich der Verzicht auf die sofortige Streichung der schließlich doch nicht eintreibbaren Schulden der Betriebe, die Verzögerung von Investitionen durch die ungeklärten Rechtsverhältnisse, Stichwort Rückgabe vor Entschädigung, sowie die Finanzierung eines erheblichen Teils der Einheitskosten über die Sozialversicherungssysteme. Nicht vorherzusehen war dagegen der Zusammenbruch des Osthandels mit dramatischen Auswirkungen auf die ostdeutsche Wirtschaft. Die Ungarn, die Sowjetunion, die Polen, die Bulgaren, die hätten uns gerne unsere Artikel noch abgekauft. Aber da die dort Beschäftigten inzwischen mit D-Mark bezahlt worden sind, wollten wir auch richtiges Geld haben. Und das hatten die aber nicht. Auch der erwartete große Investitionsschub durch westdeutsche Firmen im Osten trat so nicht ein. Die echten und die vermeintlichen Fehler im Einigungsprozess sind oft genug vorgetragen worden. Die Erfolge, um die uns im Übrigen unsere Nachbarn beneiden, werden dagegen eher selten wahrgenommen. Und es gibt durchaus Positives zu berichten. Im Wachstum und der Produktivität hat der Osten in den vergangenen Jahren deutlich aufgeholt. Die Infrastruktur entspricht heute weitgehend westdeutschem Niveau. Es gibt inzwischen manchen neidigen Westdeutschen, der sagt, bei uns sind mehr Schlaglöcher oder die Straßen nicht in dem guten Zustand wie in den neuen Bundesländern und ich kann sie verstehen. Das von der DDR völlig vernachlässigte Telekommunikationsnetz ist inzwischen wohl das modernste in der Welt. In der Versorgung mit öffentlichen Gütern wie Bildung und Gesundheit gibt es kaum noch Unterschiede zwischen Ost und West. Die in der DDR meist völlig verkommenen Altbauwohnungen sind fast durchgängig saniert und modernisiert worden. Ja, man kann wohl zu Recht von der Wiedergeburt ganzer historischer Stadtquartiere sprechen. In der Betreuung von Kindern unter 3 Jahren ist der Osten Vorreiter in der Bundesrepublik. Die gravierenden Belastungen der Umwelt in der Endzeit der DDR sind weitgehend beseitigt worden. Es gibt sogar ausgesprochene Boomtowns wie Potsdam, Leipzig, Dresden, Greifswald oder Jena, die es mit fast jeder westdeutschen Stadt aufnehmen können. Der erzielte Fortschritt wird erst deutlich, wenn man die Entwicklung in den neuen Bundesländern vergleicht mit der Entwicklung, die unsere europäischen, osteuropäischen Nachbarländer bei vergleichbarer politischer und wirtschaftlicher Ausgangslage im gleichen Zeitraum gemacht haben. Dort trübt aber der westliche Lebensstandard als innerstaatlicher Maßstab nicht den Blick für das bereits Geschaffene. Unsere Probleme möchten unsere osteuropäischen Nachbarn gerne haben. Und die deutlich höhere Wirtschaftskraft der neuen Bundesländer, ihre inzwischen beispielhafte Infrastruktur, die Kaufkraft und das Niveau der Sozialleistungen würden sie auch gerne haben.
die deutsche Einheit als Erfolgsgeschichte zu sehen, heißt keineswegs blind für die noch immer zu bewältigen Probleme zu sein. Dabei sollten wir uns aber wieder verstärkt bewusst machen, dass wir hier eher über die Hinterlassenschaften der Teilung und weniger über die Folgen der deutschen Einheit reden. Aber, das will ich gar nicht verschweigen, es drücken uns weiterhin viele Probleme. Die Wirtschaft im Osten Deutschlands steht nach ihrer radikalen Deindustrialisierung immer noch nicht auf eigenen Füßen und bleibt weiterhin auf Transferzahlungen angewiesen. Auch haben sich nur wenige Konzernzentralen angesiedelt. Oft wird Ostdeutschland in diesem Zusammenhang als verlängerte Werkbank des Westens tituliert. Trotz gewaltiger Abwanderungsbewegungen bleibt die Arbeitslosigkeit im Osten etwa doppelt so hoch wie im Westen. Es bleibt also weiterhin viel zu tun. Und manches Ziel ist noch nicht erreicht. Bei allen Problemen, die uns heute drücken, dürfen wir aber nicht vergessen, wo wir 1989 standen und wo wir heute stehen. Diese Aufbauleistung, die wir Deutschen in Ost und West gemeinsam vollbracht haben, ist ohne Frage gigantisch und beispiellos. Die Einzigen, die das nicht sehen wollen, sind wir Deutschen selbst. Noch größer als die Fortschritte sind aber die Erwartungen. Immer wieder wird etwa die Frage nach der Vollendung der inneren Einheit gestellt und über die sogenannte Mauer in den Köpfen zwischen Ost und West gesprochen. Und dann werden Umfragen präsentiert, die uns sagen, wem die Freiheit wichtiger ist, wer die Mauer wieder haben will, wer länger fernsieht und wo es mehr Verkehrsunfälle gibt. Zu Recht wird aber auch die Gegenfrage gestellt, nämlich, was das denn sein soll, die vollendete Einheit. Ost und West, alles einheitlich, ein Herz und eine Seele? Diese Vorstellung ist genauso unhistorisch wie naiv. Nichts ist so gut, als dass es nicht noch verbesserungsfähig wäre. Aber Einheit heißt eben nicht Einheitlichkeit. Einheitlichkeit gibt es nicht, weder im Osten noch im Westen und natürlich auch nicht zwischen ihnen. Und ernsthaft betrachtet, wollen wir sie auch gar nicht. Unser Land zeichnet sich schon immer durch landsmannschaftliche Vielfalt aus. So wie es die jahrhundertealten Unterschiede zwischen Rheinländern und Bayern und Preußen gibt, so gibt es diese Unterschiede auch zwischen Sachsen und Mecklenburgern. Es kann doch nicht ernsthaft darum gehen, diese traditionelle und auch wiedergewonnene Vielfalt im größer gewordenen Deutschland durch eine neue Uniformität und Gleichschaltung zu ersetzen. Und dennoch, zwischen Ost und West keimte in Deutschland einiges an Verdrießlichkeit auf, weil an die Stelle der Euphorie des wundersamen Jahres nach dem Fall der Mauer die Mühsal des Alters getreten war. Und weil wir besser begriffen, dass in Ost und West nicht nur die wirtschaftlichen und sozialen Ergebnisse dramatisch unterschiedlich geworden waren, sondern dass wir in über 4 Jahrzehnten Teilung in 2 ganz unterschiedlichen Welten gelebt hatten und durch ganz andersartige Erfahrungen geprägt wurden. Wer die daraus resultierenden Einstellungsunterschiede in einzelnen Fragen kritisiert, der verkennt die Wirkung von 40 Jahren Mauer und Stacheldraht. Bedenkt man die Ausgangslage, dann haben die Deutschen auch auf diesem Gebiet in den vergangenen 20 Jahren einen beachtlichen Lernprozess, mehr als achtbar bewältigt. Tatsächlich haben wir im Prozess der Überwindung auch der mentalen Folgen von Teilung und Sozialismus und im Zusammenwachsen der einst getrennten Teile noch nicht alles wünschenswert erreicht. Aber wir sind heute zweifellos weiter, als viele noch Mitte der 90er Jahre überhaupt für möglich gehalten hatten. Meine Damen und Herren, lassen Sie mich mit einem kurzen Blick auf die aktuelle wirtschaftliche Situation schließen. Die gegenwärtige schwere Finanz- und Wirtschaftskrise, da sage ich Ihnen nichts Neues, ist noch nicht überstanden. Wir müssen wohl in diesem Jahr noch mit einem Anstieg der Arbeitslosigkeit und der Insolvenzen in Deutschland rechnen.
Es ist noch nicht abzusehen, ob im Vergleich der Osten oder der Westen Deutschlands davon stärker betroffen sein wird. Für ein besseres Abschneiden des Ostens spricht, dass dessen Wirtschaft weniger stark vom Export abhängig ist. Auch ist die Flexibilität der Tarifverträge im Osten viel stärker ausgeprägt als im Westen. Schließlich kann man generell sagen, dass die Menschen im Osten vielleicht gelassener auf die Krise reagieren als die Westdeutschen, haben sie seit 1990 doch eine sehr ausgeprägte Erfahrung mit einer Wirtschaftskrise machen müssen und sich darin bewährt. Umgekehrt kann allerdings befürchtet werden, dass große Unternehmen, die ihren Hauptsitz und ihre Stammwerke im Westen haben, bei der Schließung von Standorten zuerst an ihre Ableger im Osten denken könnten. Aber auch haben die Ostdeutschen weniger Vermögensreserven, auf die sie in Existenzkrisen zurückgreifen könnten. Die weitere Entwicklung ist daher nicht vorherzusagen. Und auch als früherer evangelischer Pfarrer bin ich kein Prophet, der dies könnte. Lassen Sie mich aber einer Hoffnung Ausdruck geben. Der Hoffnung nehme ich, dass das gemeinsame Durchstehen der Krise zu einem insgesamt noch stärkeren Zusammenwachsen der Deutschen in Ost und West beitragen möge. Herzlichen Dank. Applaus